Moin, hallo und willkommen zurück zu Dinkum. Wir haben heute, was haben wir denn heute? Wir müssen heute fischen, wir müssen heute Bottlebrush sammeln und ein bisschen Ohr smelten. Das kriegen wir hin. Das können wir eigentlich direkt jetzt gerade machen. Achso, ich muss jetzt mal gerade andere Steuerung. Erstmal gucken. So, die Crab-Pötte, weiß ich gar nicht, muss ich mal nachgucken. Zählt das denn ja auch als Fisch? Wo sind die Dinger denn eigentlich? Da, die sind noch offen, ne? Ja, ich glaube, die sind noch offen. Ich meine, die müssten auf dem Boden, weil die, guck mal hier, die stehen ja mitten auf dem. Wie mache ich denn das mit den Dingern? Pick up. Crabpot. Kann ich den hier auch platzieren? Nee, ich muss den platzieren, wenn ich stehe. Okay. Das heißt, ich kann ihn nur so platzieren. Das ist aber ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise müsste der unter Wasser sein. Oder kann ich den platzieren? Nee, im Tauchen ging das nicht, ne? Warte mal, gucken wir mal. Dive. Nee, ich kann nicht platzieren. Das geht echt nur, wenn du stehst. Okay. Ja, hast aber nicht so viele Möglichkeiten dann, ne? Tja, lass ihn da stehen. Ich weiß nicht genau. Irgendwie bin ich da nicht mit zufrieden. Ist sehr merkwürdig. Wir können aber gerade noch ein paar Fische angeln, wenn ich gerade hier bin. Weil hier waren noch so viele. Wo waren die denn jetzt gerade? Hier waren auch gerade drei Stück. Kollege, was haben wir denn hier? Ein Thunfisch. Oder was ist das hier, ein Hecht? Komm her, Kollege. Komm schon. Ja, der will nicht. Komm her hier. Die Biene will ich. Das ist ja ein Riesenfisch. Das müsste ein Thunfisch sein. Und los geht's. Komm schon. Ein Yellowfin-Tuna, okay. Nice, Thunfisch. Ah, lecker. Ich hätte auch Bock auf Thunfisch jetzt. Plitsch, komm gleich her hier. Ich brauche vier Fische. Ich weiß gar nicht, kann man Thunfischgericht machen oder so? Ich muss unbedingt nochmal gucken, was ich alles kochen kann, damit ich für Shayla endlich mal was kochen kann. Weil jedes Mal will sie was zu essen haben und jedes Mal breche ich immer ab, weil ja, habe ich nicht, beziehungsweise geht nicht oder. Hast du noch einen Thunfisch oder was? Was geht denn ab hier? Ist hier Thunfischzeit heute? Das ist auch ein Yellow. Komm her, Kollege. Jetzt hätte ich Bock, Sashimi zu machen hier. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Der lässt nicht locker, ne? Sind das neue Muscheln da unten? Yay, noch ein. Hier war irgendwo ein Fisch. Da ist ein Fisch. Ach, komm her hier. Was? Der hat noch angebissen, obwohl ich am Ziehen war? Okay, auch nicht schlecht. Yay, okay. Die Fische packe ich mal weg. Die lasse ich mal in Ruhe. Zwei Thunfische. Die würde ich mir jetzt gerne wegpacken, muss ich zugeben. Da ist noch irgendwas unten. Ich will mir das gerade mal angucken. Snail. Die sind neu, glaube ich. Die kenne ich noch nicht. It's heavy? Naja, da ist was drin, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. So, wir gucken mal gerade. Oh, Zwiebeln sind fertig. Nice. Wir müssen gucken, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen, weil der Monat ist fast rum, ne? Das Anpflanzen, das dauert zu lange jetzt. Also für diesen Monat ist das gelaufen. Bis 28 haben wir ja immer nur.
Ich gehe mal gerade zu Theodor und guck mal, ob ich die Shells abgeben kann. Das wäre ganz cool. Bin mir nicht sicher. Hey Theodor, kannst du die gebrauchen? Willkommen im Museum. Was kann ich für dich tun? Hast du das mitgebracht? Ich habe hier. Oh, ein Yellow Thun. Aber die Shells wissen nicht. Okay. Oh mein, Yellow Thun? Yellowfin Tuna? Oh, Collection is missing. Ja, okay, hier, dann. Outstanding. Dankeschön. Das war's. So, wir kriegen immer mehr hier rein. Gucken wir mal. Hey John. Wie kann ich dir helfen? Ich will gerade Sachen verkaufen. Ich will hier die Shells verkaufen. 13, ja komm. Und die beiden Fische verkaufe ich. Den Thunfisch will ich gern behalten. 2196 klingt gut. Mach's gut. So, dann gucken wir mal. Wir haben ja zwei Tickets gekriegt. Ich muss eigentlich mal Dings irgendwann einzahlen, ne? Dings muss ich einzahlen. Die müssen das gewesen sein. Warum liegen die da unten eigentlich? Ist das jetzt neu? Weil, guck mal, jetzt liegen auch Muscheln hier unten. Ich glaube, das ist. Das war vorher, glaube ich, nicht. Habe ich so das Gefühl. Bin mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. So, wir räumen mal die Sachen gerade weg hier. Die Tickets, die Tickets, die Tickets. Da rein. Oder hier rein. Hier rein. Nein, das nicht. Den Thunfisch. Hätte ich gerne. Wo baue ich den denn mal hin? Der braucht einen großen Platz auf jeden Fall. Ach du Heilige, ist der groß. Okay. Der ist ja. Gut, der braucht ein bisschen mehr Platz, ne? Wo stelle ich den mal hin? Der ist zu groß. Ich stelle dich hier hin. Jetzt kann er da sitzen erstmal. Können die anderen erstmal gucken. So, wir müssen mal gerade ein bisschen was anschmeißen hier noch, mehlmäßig. Ich brauche nämlich noch mehr. Wir müssen hier noch mehr Punkte sammeln, dass wir es endlich mal weiterschaffen. Wir müssen noch das Korn alles verarbeiten, eigentlich normalerweise, weil ich brauche noch Futter. Problem an der ganzen Geschichte ist, es wird nicht reichen. Wobei Mais kann ich auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit, glaube ich, anpflanzen, ne? So, das geht alles hier rein. Das geht da rein. Okay. Dann gehen wir mal in den Garten. Und sammeln mal eine Runde. Krass. Klick, 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 klick. Kann ich hier oben die Wette klicken, ne? Also Zwiebeln, denke ich mal, werden wir genug haben. Ich klicke gerade und klicke und klicke und klicke. So, haben wir alles? Ich glaube ja, ne? Da liegen noch Bohnen rum. Mir noch Bohnen, die ich nicht eingesammelt habe. Ich komme hier echt ganz schlecht durch, ne? Ich muss mich hier irgendwie durchquetschen durch die Bohnen. Okay, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, noch was Neues anzupflanzen jetzt. Sommer und Spring. Wobei Sommer und Spring würde gehen. Potatoes nur im Spring, also wird das nichts mehr. Summer and Autumn. Autumn Winter. Summer Spring. Könnte ich nochmal einpflanzen, die Zwiebeln. Wir gehen mal zu Rain gerade. Die müsste offen haben heute. Ist, glaube ich, keiner zu Besuch heute, ne? Ne, sieht nicht so aus. Heute ist keiner zu Besuch. So, gucken wir mal. Hey, Rain. Rain? Rain ist nicht da. Shop's closed. Wo ist Rain? Rain? Ach, Rain kommt gerade zurück. Das Blöde, wenn Rain hier ein bisschen rumherbt. So, okay, jetzt kann ich. Hey, Rain.
Potato Seeds, Wheat Seeds, Beans. Beans und Wheat habe ich hier nur. Ich bin gerade nicht weiter. Oh hey, ja, wie kann ich dir helfen? Lass uns reden. Oh, willst du reden? Brauchst du was? My belly's grumbling. Could you ask for something to eat? I'd really owe you one. Okay. Thank you so much. Neither can my belly. Oh hey, how can I help you? Hier, ich hab das für dich erledigt. Wie wär's mit einem Salat? Bonza! I like new could count on you. Ich müsste eigentlich mal andere Sachen ausprobieren, ne? Ein grüner Stuhl, okay. Okay, wir können noch eine Runde reden. Wolltest du reden? Lass uns reden. I always kinda knew I was special. Ich wusste immer, dass ich was Besonderes bin. Like meant for something. Dass ich für etwas. Dass ich für etwas bestimmt bin, ne? I sure hope it's plant related. Ich hoffe, es ist Pflanzen, basierend? Nein, wie kann man das sagen? Related? Es ist was mit Pflanzen zu tun hat. Cause I'm like all in on this plant thing. Weil ich aufs Ganze gehe mit Pflanzen. Mit Pflanzendingen. Okay, pflanzlichen Sachen oder so. Okay. Ja gut, du bist ja auch hier, ne? Jacaranda? Oh, das ist Jacaranda-Sapling. Ich nehme einen. Dankeschön. Mach's gut. Da geht's Geld wieder dahin. Noch ein Jacaranda. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Jacaranda so komisch? Aber nee, ich habe ja den Stuhl noch in der Hand. Okay. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Wir müssen jetzt noch die Bottle Brushes hier einsammeln. Mr. Gubbel Gubbel könnten wir ja auch mal einsammeln hier. Aber der despawnt ja leider wieder. Es wäre cool, wenn wir den so ein Namensschild geben und dann despawnen die nicht mehr. Wo haben wir den Bottle Brush? Bottle Brush müsste hier drüben sein. Habe ich nicht genug? No. Wie brauche ich denn? Ist das ein Drittel? Ja, ist ein Drittel. Oh, no. Dann muss ich ja doch nach unten. Okay, wir teleportieren uns nach unten gerade. Ist egal. Wir teleportieren uns nach unten. Ich habe nicht genug von denen. Ich muss unbedingt welche noch pflanzen hier. Wobei, da sind welche, aber die sind noch nicht fertig gewachsen, ne? Was ist denn das nächste jetzt hier? Hey, Fletch, ich muss mal gerade gucken, lizenzmäßig. Das kann ich viel tun. Lass uns mal kurz über Lizenzen reden. 3000 für den Toolbelt und 6000 für die Cargo. Ich muss aber eigentlich 3000 sammeln hier für die Farming-Lizenz. Okay, mach's gut. Wobei, warte mal. Wie sieht das Haus-Deed-mäßig aus? Kann ich die Deeds sehen? Zwei Häuser kann ich noch bauen. Zwei Häuser für 100.000, ne? Muss überlegen, wie viel müsste ich dafür mein Haus bezahlen? Upgrade. 220.000. Tschüss. Ne, machen wir später. Dann ist ja mehr als die Hälfte von dem Geld, was ich hier gesammelt habe, weg. Das ist nicht so nice. Gibt es noch neue Aufträge hier? Was haben wir denn Tolles? Practice Smelting. Kriegen wir hin. Collect one Tin Sheet. Okay, Tin Sheet habe ich zu Hause, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann holen wir den gerade noch, geben den ab und dann gehen wir mal nach Bottle Brush suchen. Denn wir brauchen noch ein bisschen was. Habe ich gepflanzt, aber reicht nicht, das ist natürlich doof. So, jetzt habe ich hier noch ein riesiges Aquarium stehen. Man, langsam wird es aber echt ein bisschen eng hier, habe ich das Gefühl, ne? Ein Tin Sheet. Kommt sofort. So, Jacaranda kommt erstmal hier rein. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Drei. Na, es wird langsam. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Sechs Stück, habe ich gesagt, will ich haben, ne? Achso, weil man den Stuhl kann ich noch wegpacken. Sechs Stück will ich haben. So, der Stuhl kommt hier rein. Okay. Dann gehen wir mal los. Ja, den Tinsheet gehen wir noch ab. Wo müssen wir den abgeben? Okay, Erwin will den haben. Alles klar. Das machen wir. Erwin will den haben. Achso, genau. Ich muss gerade mal gucken. Da war noch irgendwas. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich hätte noch gesehen, da gab es noch einen Kommentar von Nissi. Dass ich was versehen habe.
Hey Owen, ich habe was für dich. Ich habe deine Aufgabe erledigt. Und hinschied? Hier. Thank you, Ryu. Hier sind 2 Tin Bars. Dankeschön. Mach's gut. Ich würde gerne noch ein paar Tiere mitnehmen, aber ich habe einfach keinen Platz im Augenblick. Die Gehege sind zu klein. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Okay, dann, ich gucke gerade nochmal auf der anderen Seite. Was habe ich denn da übersehen? Habe ich da irgendwas übersehen? Bin ich so geistig abwesend schon wieder, dass ich hier was übersehen habe? Warum? Merkwürdig. Oh, da ist ein Bienennest da unten. Wie kommt das denn da runter? Ich höre es brummen. Kann ich dich mitnehmen? Jo, kann ich mitnehmen. Wie kommt das denn hier runter? Ist das hier runtergefallen oder so? Habe ich einen Baum gefällt? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Dann setzen wir dich mal ja, hier in Schatten. Okay, danke, ich sehe nochmal dafür. Ich schreibe den Kommentar später. Dann weißt du schon mal in der Episode heute Abend Bescheid. Ich schreibe den Kommentar nochmal nach. Auch nicht schlecht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was der da unten gemacht hat. Merkwürdig. So. Ich hoffe, ich vergesse das nicht mit dem Kommentar. Im Augenblick bin ich echt hier immer auf letzter Minute hier. Das ist gerade so, ich bin gerade noch jetzt hier auf dem schnellen Fuß wieder. Ich wollte heute die Episode ein bisschen länger machen, weil gestern hat das nicht ganz geklappt. Da muss ich ganz dringend nochmal was erledigen. Ja, was machen wir? Achso, wir müssen erstmal Bottle Brush sammeln. Das heißt, wir gehen mal zum Teleporter und teleportieren uns eine Runde. Ich bin überlegen, wo ich noch 2 Häuser hinbastel. Ein Haus würde ich vielleicht noch hier oben hinbasteln irgendwo. Beziehungsweise auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon nah an meinem Haus dran. Und eins bin ich am überlegen, ob ich das vielleicht im Süden hinbaue. Wenn ich das halt selber benutzen kann, wäre das natürlich auch nice, ne? Da könnte ich mir als so eine Sommerresidenz bauen. Weißt du, hier unten irgendwo? Hier so am Strand oder so? Das wäre schon ziemlich nice. Oder hier vielleicht. Bin ich noch am überlegen. Muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Natürlich wäre auch nicht schlecht, wenn ich irgendwo ein Haus hinbauen könnte, wo ich halt mehrere Sachen habe. Wir teleportieren uns dahin. Sonst werde ich hier nachher gedingstet. Ted ist unterwegs. Wo ist er denn? Aber ich kann eh nichts machen. Hey Ted, da bist du. Hey Ted. Are you always nice bumping into you? Was brauche ich denn nochmal für den Bad Zapper? Kann ich mir den... Ich habe keine Glow Mushrooms. No. Ich brauche 10 Stück. Die habe ich nicht. Kabel habe ich, Zylinder habe ich, Thunderstack habe ich auch noch nicht. Kann ich noch nicht machen. Mist. Das heißt, wir müssen nochmal tatsächlich nach unten gehen und uns ein paar Mushrooms mitnehmen. Glowshrooms. Und wir müssen Thunderstack besorgen. Vielleicht kriegen wir das hin. Ich guck mal. Battle Shovel. Ja, könnten wir sogar hinkriegen. Ich glaube, Krokodil 10 haben wir. Kostet mich aber auch 100.000, das Ding, ne? Ne, 150.000 sogar. Muss ich mal schauen. Ich muss mal los, Ted. Tut mir leid. Ich komme wieder. Ich weiß nicht genau, bleibt der hier in der Gegend oder haut der wieder ab? Ich bin mir nicht sicher. Weil der läuft ja auch ein bisschen durch die Gegend, ne? Ich wollte jetzt kurz Bottle Brush nehmen und dann wollte ich eigentlich wieder gehen. Was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag. Ich muss mir das mal notieren, wann ich den gesehen habe. Jetzt haben wir es auch Nachmittag. Das ist ganz cool, dass der gerade beim Teleporter aufgetaucht ist. Was blöd ist, ich habe die Materialien nicht dabei. Das heißt, ich muss mir die Materialien im Grunde in meine Tasche stecken. Und muss dann hier rumlaufen, in der Hoffnung, dass ich die ihn dann treffe. Gibt es hier noch einen Busch? Ein Busch. Da hinten, okay. Nehmen wir den mit. Guck mal, wie viele Muscheln hier rumliegen. Ey, Muscheln, wenn das so weitergeht, ist bald alles vollgespawnt hier, habe ich das Gefühl. Okay, erledigt. So fast bei 2000. Wir brauchen 3000, gehe ich mal davon aus, wahrscheinlich dann. Das heißt, ja, ich muss jetzt mal wieder zurückgehen dann, ne? Ich muss erstmal wieder zurückgehen. Ted ist... Doch, der rennt hier noch rum, aber der bleibt dann in der Gegend, so wie es aussieht hier. Der läuft nicht so weit. Das ist natürlich optimal, wenn er hier so am Teleporter immer rumrennt, dann wäre das nicht schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich zurückporten würde, ob er wieder da ist. Alter, guck mal, wie viele Icons hier schon sind. Porten? Tja,
Wie mache ich das denn am geschicktesten? Kabel hätte ich. Thundersack brauche ich. Ach, da hätte ich unten bleiben müssen. Mist, der Weg ist von da wäre ja kürzer gewesen. Also nochmal zurückporten. Dann sehe ich auch gleich, ob Ted noch da ist. Gute Idee. Hab ich noch was getestet nebenbei. Ich hoffe nur, dass die mich nicht zersägen hier. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ist Ted noch da? Ted, bist du noch da? Ted ist noch da. Ted ist hier gerade ein bisschen am Planschen. Alles klar. Also der bleibt wohl da eine Weile. Ich weiß nicht, ob der auch um 16 Uhr Feierabend macht. Dann werde ich jetzt mal mit dem Hammer versuchen, hier mal ein paar Thunder-Sacks zu besorgen. Ob das funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Oder das hinhaut, weiß ich auch nicht genau. Wir müssen mal gucken, wir probieren es. Okay. Okay. Hopp, gehen. Komm, hau mal deinen. Ja, da ist einer. Zwei sogar. Nice. Das war ja lucky. Lucky. Wir brauchen noch einen. Da ist noch ein Kollege. Dann fehlen uns noch die Glow Shrooms. Wann kommt er eigentlich mit seinem Elektrogedöns? Oh. Jetzt. Ey, das gibt's doch nicht. Au. Er hat mich noch gehauen. Komm. Erledigt. Einen noch bitte. Yes. Dankeschön. Ha, wie die Faust aufs Auge. Drei Stück. Okay, dann haben wir die auch schon. Thundersex erledigt. Sollen wir die mal probieren? Ich weiß natürlich nicht, wie krass die sind, die Jungs. Was gibst du mir? Da habe ich ihn einfach umgehauen. Der gibt nur ein Meat, okay. Den habe ich getwoshottet. Auch nicht schlecht. Da kann ich mich ja doch langsam mit dem einen oder anderen hier anlegen. Ich bin immer noch so ein bisschen so, ja, ich weiß noch nicht, aber okay. Können wir doch ein bisschen ballsier sein. Wir sollten nur nicht zu ballsy sein, weil dann, ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode bin ich draufgegangen. Episode 4 oder so? Ich bin mir nicht sicher. Das waren auf jeden Fall nicht viele Episoden. Okay, dann ja, gehen wir zurück. Wir haben, was wir wollten. Thundersack haben wir. Ja, da fehlen uns noch die Glow Shrooms. Das heißt, wir müssen definitiv nochmal eine Expedition machen unter Tage und Shrooms sammeln. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das aussieht mit den anderen Sachen. Wir porten zurück. Ich könnte von denen noch welche wegschicken hier eigentlich, aber ich habe jetzt keine Cages in der Tasche. Die kommen mir anscheinend doch immer wieder. So, hey John. Achso, können wir eine Runde quatschen? Wenn du gerade hier bist. Ja. Aber already? Ja, ist schon wieder abends, ne? Lass reden. Okay. Ich habe ich hab jetzt natürlich wieder nicht über richtig gelesen, beziehungsweise nur überflogen. Ich habe eine lose Tasche, oder wie, oder was? Da freut er sich natürlich. Ja gut, ne? Wenn ich immer was bezahle. Hier sind drei. Ich glaube, oben habe ich noch zwei. Das heißt, ich hätte fünf. Ich brauche 10, das heißt, mir fehlen noch 5. Was hast du denn hier, mein Freund? Guck ich nochmal gerade. Dann wird das nicht reichen. Schauen wir mal. Wir haben. 2, also haben wir insgesamt 5 Glow Shrooms. Das wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen definitiv unter Tage gehen. Glow Shrooms, dann müssen wir gucken. Vielleicht am Sonntag oder so, wenn nichts los ist. Können wir machen eigentlich. Dann werde ich jetzt nochmal gerade ein bisschen was einpflanzen. Wir haben 24 Onion Seeds. Summer Spring. Ja, die Bohnen machen wir nicht mehr. Wobei, das kann ich natürlich hier drin lassen. Ich muss noch neue Felder machen. Ich muss neue Felder backen noch. Oh, backe. Ich habe aber keinen Platz mehr. Muss ich meine Felder noch weiter da drüben beackern dann? Ich werde langsam zum Industriefarmer, habe ich das Gefühl. Problem ist nur, ich muss alles nachher umbauen, wenn ich
Noch was? Nee, das war's. Wenn ich das hier fertig machen will. Tja, wie mache ich das denn dann? Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oder ich baue hier noch ein Feld hin. Ich habe nämlich keinen Platz mehr hier. Ich würde das aber gerne alles beisammen behalten. Das ist das Problem. Ja, oder ich werde das echt umbauen. Uff, das wird dann aber ein bisschen hardcore, wenn ich das alles umbauen will. Das heißt, ich müsste alles darüber schippern, hier auf die Seite. Und dann die Insel nochmal komplett neu zusammenbasteln hier. Tja, oder ich mache hier hinter Platz, weil hier hinter ist ja Platz, ne? Hier könnte ich was bauen. Ja, wir könnten hier zur Not nochmal ein Häuschen hinbauen. Dann baue ich das hier hin vielleicht. Mal gucken. Vielleicht wäre das gar keine so schlechte Idee. Hier das Häuschen hinbauen dann? Ja, mal ein bisschen abseits, ne, von den anderen. Oder ich baue es hier hin. Das Häuschen. Dann hätte ich nämlich nach dahin Platz, dahinter Platz. Und nach vorne hätte ich auch ein bisschen Platz. Ja, ich glaube, das machen wir so. Da werden wir dann, glaube ich, was hinbasteln. Dann muss ich mir überlegen, wie ich das mache hier. Boah, da muss ich alles nochmal umbauen. Da graut's mir ein bisschen vor. Da graut's mir ein bisschen vor. Aber ich hätte dann halt den Vorteil, ich könnte die Möbel auch noch ein bisschen verschieben. Ich will das halt hier noch nutzen, was ich hier habe, aber ich will das halt umbauen dann. Aber dazu muss ich dann halt wirklich alles da drüben hinbasteln. Da kann ich mich mal ein bisschen austoben, ein paar Sachen ausprobieren. Ich muss nur gucken, ob ich genug Material dafür habe. Ich guck mal gerade. Hätte ich genug Material, um das zu bauen, oder muss ich mir echt eine Liste machen? Ein Hardwood Arch. Ich würde halt gerne mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Die würde ich gerne haben. Silos. Zement, Tinsheet. 15 brauche ich pro. Steine wären kein Problem. Quarz haben wir ohne Ende. Eisen haben wir auch ziemlich viel. Steine. 255 ist jetzt nicht so viel. Ist auch ein Tropfen auf einen heißen Stein, hätte ich es beinahe gesagt. Ist doch sofort alle. Müssen wir nochmal schauen. So, das da rein. Wir haben drei Thundersacks. Das heißt, wir können bei Ted dann demnächst das in Auftrag geben. Das wäre ganz gut. Das würde ich gerne noch machen, bevor wir unter Tage gehen. Dass ich sozusagen dann den Zapper direkt mitnehmen kann. Weil das scheint ja eine Lampe und ein Zapper zusammen zu sein, glaube ich. Das wäre also gar nicht so schlecht. So, das geht da noch rein. Dann hau ich nochmal eine Ladung hier rein, weil wir müssen ja gucken, dass wir ein bisschen leveln. Ich hätte das viel früher machen müssen. Ich muss eigentlich gucken, dass ich hier was in der Nähe noch mache. Es wäre cool, wenn man noch so einen Unterstand bauen könnte. Ich müsste echt mal das in die Kommentare vielleicht schreiben. Beim Diskussionsforum hier, gibt es sowas wie so eine Art Pavillon, wo man dann halt ja so ein Gestell hat, ne? Das ein bisschen offen ist und du kannst dann aber deine Maschinen da reinstellen. Das wäre nice. Sowas hätte ich gerne. So, wir gucken mal gerade essenmäßig. So. Weißt du was? Wir nehmen einfach mal Essen raus und kochen einfach mal noch eine. Wie wär's damit? Das ist doch eine gute Idee, oder? Prime Meat, was kann man damit eigentlich kochen? Aber können wir irgendwas Besonderes mitmachen, ne? Käse, Eier, Crockmeat. Ich nehme mal alles gerade raus, was ich mitnehmen kann hier. Milch. Muss ich natürlich alles nachher wieder einsortieren. Zucker haben wir nicht. Oh. Ja, gut, Zucker sollten wir vielleicht noch besorgen. Möhren. Das nehmen wir mal alles. Ich nehme mal alles raus gerade hier. So, gucken wir mal. Was können wir denn anders kochen? Oder was können wir nicht kochen? Das können wir kochen. Brot haben wir gekocht. Hearty Stew haben wir gekocht. Quiche haben wir gekocht. Das können wir auch kochen. Meat Pie. Was brauchen wir hier? Cabbage haben wir leider nicht. Das ist ein Problem. Milch. Ich habe doch Milch, oder nicht? Ich habe High Quality Milch. Wie, das geht nur mit normaler Milch? Das ist aber blöde. Wieso kann man das nicht mit Dingens machen?
Wieso geht das nur mit normaler Milch? Das ist doch dumm. Zucker brauchen wir. Mein Growth Stick kann ich noch besorgen. Hier, normales Ei. Das ist ja blöde. Okay, das heißt, du kannst nicht alles machen hier. Cabbage fehlt mir halt, ne? Ich brauche Cabbage noch. Buschleim. Das ist ja doof gemacht. Das heißt, ich muss auch ein paar Tiere haben, die nicht so, wie soll man es sagen, liebevoll umsorgt werden, um andere Sachen zu kriegen. Das ist ja doof. Oder man muss das Rezept alternieren. Alternieren? Ja, ich glaube alternieren. Alterieren? Ich weiß nicht genau. Dass man sozusagen die Möglichkeit hat, beides zu machen. So, was haben wir hier noch? Hier fehlt ein Pumpkin. Pumpkin haben wir sogar noch. Milch, Chicken Egg, Coconut haben wir nicht. Wo kriege ich den Coconuts her? Coconut habe ich noch nicht gesehen. Da müsste ich mal nachgucken. Zucker? Zucker brauchen wir. Okay, warte mal. Zucker, Zucker, Zucker. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr, Platz mehr. So. Ich weiß noch nicht genau, wie wir Zucker wieder rauskriegen. Wir gucken mal. Das geht wieder zurück. Pumpkin brauche ich noch einen. Dann kann ich das hier noch kochen. Prime Meat, okay. Dann da brauchen wir Zucker für. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich jetzt hier. Das heißt, mir fehlt nur noch Cabbage, ne? Ja, Cabbage ist das Einzige, was mir noch fehlt. Achso, und Sticks. Warte mal, Sticks waren hier drüben. Sticky Stickmans. Hier. Ich habe keinen Platz mehr. Ich hoffe, ich krieg das trotzdem irgendwie hin. Die Menüs packen wir mal weg hier, was wir hier gekocht haben. Dann haben wir nämlich von allem, hoffentlich, naja, fast von allem, eins. Und dann können wir das nämlich fertig machen. So, dann können wir nämlich noch Fleisch machen. Hier, das hier. Und das hier. Dogwood, okay. Ja, Sausage Roll geht nicht, weil wir halt kein normales Chicken Egg haben, was echt doof ist. Und hier haben wir keine normale Milch. Das heißt, ich muss mir echt nochmal einen Huhn besorgen und ein Wombat, nur damit ich normale Milch und so kriegen kann. Das weiß ich nicht. Cabbage wäre das Einzige, was mir noch fehlt, und Kokosnuss. Wenn ich die beiden Sachen auch noch habe, dann kann ich wirklich alles kochen. Ja, das wäre gut, wenn man das nochmal alterieren könnte hier. Das finde ich gerade ein bisschen doof. So, nehme ich noch mit. Jetzt habe ich das alles verkauft, weil ich dachte, ja, ist ein bisschen Platz. Ja, doof ist. Doof ist. Da, das können wir noch machen. Brot habe ich jetzt nicht mehr, ne? Weil ich Brot dafür brauchte, glaube ich, ne? Ja, Lemmingen kann ich leider nicht machen, weil uns die Kokosnuss fehlt. Wo ich die herkriege, weiß ich noch nicht genau. Ich müsste mal im Dschungel gucken. Vielleicht finde ich da ja noch eine Kokosnuss. Fruchtsalat. Kann ich einen herstellen? Ja. Können wir die noch backen? Pavlova. Okay, dann haben wir eigentlich bis auf Lamington, Sausage Roll und einen Damper. Also ein Dampfknödel, hätte ich beinahe gesagt. Haben wir alles. Das ist ja jetzt doof. Wie mache ich denn das dann? Wie kriege ich denn jetzt wieder normale Milch und die anderen Sachen? Weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich brauche also wirklich alles. Ich habe hier keinen Platz mehr, ne? Ist alles voll hier. Packen wir das dahin. Habe ich Zucker komplett verbraucht? Sieht so aus. Ich kriege hier nicht mal alles unter, weil es schon voll ist. Ich muss schon eine extra Truhe dafür haben eigentlich. So, Käse, Prime Meat kommt dahin. Drumsticks. Das geht alles dahin. Eier. Ja, brauche ich normale Eier. Ich habe die alle weggehauen. Hätte ich die mal bloß behalten, wa? Mist. Das kann ich jetzt auch nicht ändern, dann ist egal. So, das geht noch zurück. Das geht dahin, das geht dahin. Dahin, dahin. Potato. Ich hau das jetzt mal einfach erstmal irgendwo rein. So, dann haben wir alles wieder weggepackt. Haben wir noch eine ordentliche Kochsession hinter uns. Das heißt, es fehlen uns nur noch ein paar Sachen. Ja, da muss ich noch einen Küken besorgen, ne?
Guck mal, wir haben ja nur die hier. Ich krieg halt nur noch das gute Zeug. Ich habe das Problem, ich muss unbedingt wieder mehr Weizen anpflanzen, weil hier ist bald alle, ne? Das gibt's doch nicht. Dann muss ich aber. Da muss ich aber den ganzen Stall umbauen hier. Weil ich muss ja dann noch einen Futterdruck hier hinbasteln. Ja, muss ich schauen. Das muss ich dann gucken. Die Eier gehen dann. Ich habe so viel von den großen Eiern jetzt hier, ne? Aber von den normalen habe ich keine mehr. Also normale Milch brauche ich und Those animal products and make them better. Hier, okay. Tja, da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Das ist jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, jo, machst du mal alles weg hier, brauchst du nicht. Das ist blöd. Ich umsorge meine Tiere zu sehr und dadurch machen die nur High Quality und High Quality ist für einige Produkte wohl nicht gut. Ich sehe gerade, ich muss mich nochmal aufstocken hier. Warte mal. Ich brauche nochmal ein bisschen Bananen. Mach mal 9. Buschleim nehme ich auch nochmal raus. 4 Stück reichen. Obwohl, wir können auch Äpfel nehmen, komm. Und, nee, da gibt es keine Energie. Machen wir so. Die können die natürlich auch kochen. Davon habe ich eine Menge, ne? 2 und 3, minus 5. Wenn ich die koche, warte mal. Was kriege ich denn dann da raus? Fünf Energie. Ja, 5 Energie ist auch okay. Dann hauen wir ein paar rein. Dann werde ich die Dinger hier los. Datteln. Beziehungsweise Kaktusfeige. Okay, das reicht. Bananen. Bananen sind die härteste Währung. Ach, schon wieder so spät. Na gut, wir haben auch ein bisschen länger gemacht heute, also von daher ist das okay. So, dann habe ich wieder ein bisschen Futter. Für den Notfall. Das geht wieder zurück. Da habe ich sogar noch ein bisschen was gekocht jetzt hier wieder mal, nach langer, langer Zeit. Ja, ein paar Sachen fehlen mir noch. Ich muss ja nochmal gucken. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Also die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfallen würde, wäre halt nochmal neue Tiere zu holen. Was ein bisschen blöd ist. Habe ich noch einen Stall? Doch, einen Stall habe ich noch, aber ich... Ich habe halt den Platz einfach nicht. Aber guck mal, ich habe hier schon 3 hingebaut. Das geht ja noch. Sag doch mal so, das ist irgendwo machbar. Aber so langsam ist hier... Ist einfach kein Platz mehr. Ist einfach kein Platz mehr. Tja, da muss ich mir was einfallen lassen. Das haut so nicht hin. Das haut so nicht hin. Gib mir nochmal da Kacke. Da hau ich nochmal Kacke rein vorm Schlafen gehen. So. Okay. Jelly könnte ich vielleicht auch mal sammeln, weil Jelly brauchte ich nochmal. Warte mal, Jelly konnte ich... Was konnte ich damit machen? Ich konnte die... 10. Okay, alles klar. Oder gehe ich nochmal Jelly farmen gerade? Ah, ich muss aber eigentlich Stopp machen. Nee, komm, das machen wir nächstes Mal. Jelly werde ich dann nächstes Mal machen. Wenn ich dran denke, ich hoffe es mal. Hot Fruit, hier. Nice. Sounds gross, I know. But it might be anyway. Hier, yeah, okay. Wie viel haben wir jetzt? 2180, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Es wäre toll, wenn wir endlich genug Level haben, damit wir hier mal endlich Farming Level 3 haben. Das hätte ich gerne. Call it a day, ja. Dann müsste ich sowieso alles umbauen. Oh Mann, da graut es mir noch vor. Foraging, Farming, bitte sag mir... Das reicht nur bis 19. Ich glaube, ab Level 20 könnten wir vielleicht weiterkommen. Mal gucken. Das sehen wir dann aber in der nächsten Episode. Das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.